Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Natur und der schönsten Nebensache der Welt. Hier ist wieder euer Jörg von Fishing King. Ja, und heute wende ich mich an euch Einsteigerinnen und Einsteiger, die ihr gerne mal auf Zander fischen wollt. Also, was sind die besten Methoden, um einen Zander an die Angel zu kriegen? Ich selbst bin ja seit Jahrzehnten mit der Gummifischangelei verbandelt, habe die Faulenzer-Methode entwickelt, ja, und viele, viele Zander mit Gummifisch geangelt. Deshalb verrate ich euch da heute mal, wo es drauf ankommt. Montage, Fangplätze, Technik, Taktik. Und als zweite Methode, ideal für Einsteigerinnen und Einsteiger geeignet, das Grundangeln mit dem Köderfisch. Einfach eine Grundmontage machen mit einer Bodenbleiangel, auf dem Rutenhalter ablegen, Köderfisch dran und warten, was passiert. Also zwei super Methoden, die euch hoffentlich bald schon zum Zander führen. Und jetzt wie immer ab ans Wasser, Leute, weil ich habe maximalen Bock. So, ihr Lieben, zwei einfache Montagen, um mit dem Zander Fühlung aufzunehmen. Also ich zeige euch jetzt einmal eine Grundmontage, eine ganz einfache Geschichte, das bekommt ihr alle easy hin. Ich habe hier eine Grundangel, das ist eigentlich eine Meerforellenrute, ne? So 3 Meter, 3,20 Meter lang, 20 bis 40 Gramm Wurfgewicht, ne? Also für Bleigewichte von 20 bis 40 Gramm, inklusive Köderfisch gut geeignet, habe auf der Rolle, schöne große Stationärrolle, habe ich eine 30er monophile Schnur drauf, also bitte keine geflochtene für das Grundangeln, sondern besser eine einfache monophile. Hat den Vorteil, dass sie auch günstiger ist und halt auch ein bisschen Dehnung hat. Jetzt fädle ich auf diese 30er Hauptschnur erstmal ein Bleigewicht drauf. Ja, das ist jetzt hier eins, das hat 10 Gramm. Das ist jetzt hier für diese Buhne an der Elbe ausreichend. Wenn er jetzt am Rhein fischt, in einem sehr tiefen Buhnenloch mit einer harten Strömungskante, können es auch mal 50 oder 60 Gramm sein, die ihr braucht. Dann braucht ihr natürlich auch eine schwerere Rute. Also das Gerät ist jetzt hier den Verhältnissen angepasst. Das 10 Gramm Blei wird jetzt hier auf die Schnur gefädelt. Immer das schwerere Ende nach unten, weil da das Gewicht dann nach vorne geht, wenn ihr werft. Dann brauchen wir eine kleine Gummiperle, um das Blei gleich zu stoppen am Wirbel. Auch auf die Schnur fädeln und einen Wirbel mit Karabiner. Den knoten wir jetzt an mit dem einfachsten Knoten der Welt, mit einem einfachen Clinchknoten. Einmal durchs Öhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal nach oben rum. Und dann einmal mit dem Schnurende unten durch die Schlaufe durch. Bevor ihr den zuzieht, macht ihr das bitte einmal mit Spucke nass und lasst dann die Windungen schön unter Zug unten auf dem Wirbel aufkleiden. So, jetzt ziehe ich das Ende nochmal nach und schneide das Schnurende einmal ab. Nie zu kurz, lasst bitte immer 3-4 mm stehen oder 5, damit der Knoten noch ein bisschen nachziehen kann. Schnurende gehört immer in die Ausrüstung und nicht in die Natur. Also bitte immer mitnehmen die Abschnitte, die ihr habt. So, und jetzt haben wir hier schon unsere einfache Bodenbleimontage fertig. Ich will euch das einmal zeigen hier komplett. Blei, Stopperperle und der Wirbel, um da gleich unser Vorfach einzuhängen. Und um das wollen wir uns jetzt einmal kümmern. Wir brauchen zunächst mal einen wunderbaren Haken für die Köderfischangelei. Und da eignen sich Angelhaken am besten, die einen schönen weiten Bogen haben. Weil man damit den Köderfisch so platzieren kann, dass die Hakenspitze sich beim Anhieb nicht in den Köderfisch reinbohrt, sondern sicher auch im Maul des Zanders greifen kann. Der kann gerne relativ groß sein, so Größe 1, 0, 1, das sind die richtigen. Also mit die größten Kaliber, die ihr bekommen könnt. Schaut mal den hier an. Der ist auch noch nicht zu groß für die Zanderfischerei. Finger daneben zum Größenvergleich. Und wichtig ist halt dieser weite Bogen, damit ihr keine Fehlbisse bekommt. Jo, und wir wollen heute einen großen Zander fangen, also nehmen wir auch den großen Haken. Und der Haken muss jetzt natürlich ans richtige Vorfach dran. Und gut zum Zanderangeln bewährt hat sich sogenanntes Fluorocarbon. Fluorocarbon ist nämlich unter Wasser für den Fisch nicht sichtbar, weil es vom Licht durchdrungen wird und keine Kontur unter dem Wasser abbildet. Ja, und ich habe jetzt eine 30er Hauptschnur auf meiner Rolle drauf. Und da nimmt man das Vorfach immer ein bisschen dünner. Das ist jetzt ein 25er. Das ist eine gute Kombination, das passt. Und ihr braucht, wenn ihr auf Zander fischt, mit Köderfisch am Grund,
kein Stahlvorfach nehmen, weil Zander nicht in der Lage sind, diese Schnur durchzubeißen. Wenn ihr natürlich sehr viele Hechte in eurem Gewässer habt, kann es passieren, dass auch auf den toten Köderfisch am Grund mal ein Hecht beißt. Dann würde ich euch tatsächlich empfehlen, ein dünnes Stahlvorfach auch bei dieser Grundangelei mit Köderfisch zu verwenden. Aber hier an der Elbe sind es überwiegend Zander, die den Köder nehmen und ganz, ganz super selten mal ein Hecht, der den toten Köderfisch hier vom Grund auf sammelt. Das Vorfach machen wir so 80, 90 cm lang, damit der Köderfisch dann gleich schön an der Strömungskante längs wedeln kann. Das schneide ich jetzt einmal ab. Und knote meinen Haken unten am Fluorocarbon an mit einem einfachen Clinchknoten. Also wir gehen einmal durchs Öhr durch, legen 6, 7 Windungen nach oben wieder weg. Das ist der gleiche Knoten, mit dem wir auch unseren Wirbel gerade angeknotet haben. Und gehen mit dem Schnurende unten durch die kleine Schlaufe durch. Leicht zuziehen, mit Spucke anfeuchten und schön vorsichtig die Windungen nach unten zusammenschieben. Dann ziehe ich das Schnurende auch nochmal nach, damit da kein Spiel im Knoten ist. Ja, schneide das Ende ab, auch wieder nicht zu kurz. Ruhig 4-5 mm stehen lassen. Und schon ist der Knoten fertig. Jetzt müssen wir das Vorfach aber auch oben am Wirbel einhängen. Und dafür brauchen wir einen Schlaufenknoten. Der geht auch ganz einfach. Wir legen die Schnur einmal doppelt. Legen einen einfachen Knoten. Und gehen idealerweise zweimal mit dem Ende, mit der kleinen Schlaufe, durch die Öffnung durch. Ziehen das zu, machen das wieder mit Spucke nass, einfach um da ein bisschen diese Gleitreibung abzusoften, abzuschwächen und ziehen zu. Auch das Ende nochmal nachziehen, abschneiden und wie immer die Abschnitte nicht in der Natur zurücklassen, sondern in die Box zurück. So, und das ist das Vorfach. Schön lang, damit der Köderfisch dann auch an der Strömungskante wedeln kann. Ja, und apropos Köderfisch, schauen wir uns jetzt auch gleich an, wenn wir unser Vorfach eingehängt haben. Da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten, den am Haken zu befestigen und die möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Hier mal ein wunderschönes kleines Rotauge, das hat mein Sohn, der Juri, hier gestippt in der Elbe. Und ja, das hat so Fingerlänge etwa, ne? Seht ihr? Das ist die optimale Länge jetzt für einen Zander. Die mögen gerne etwas kleinere Köderfische und am liebsten auch welche, die ein bisschen schlanker sind, wie ein Rotauge oder eine Laube. Und weniger eine Brasse, die etwas hochrückiger ist. Also versucht immer etwas schlankere Köderfische zu kriegen. Auch eine Grundel würde zum Beispiel sehr gut gehen. Und diesen Köderfisch können wir jetzt einmal mit der Lippenköderung anködern. Dafür sucht ihr euch hier das Nasenloch. Das kann man hier schön sehen. Ne? Da ist so ein kleines Löchlein, kurz vor dem Auge hier in Richtung Maul. Und da gehen wir mit der Hakenspitze einfach rein und drücken sie einmal durch und dann auch gleich noch einmal durch den Unterkiefer. Und wenn man den Köderfisch jetzt auslegt an der Strömungskante, hält er so sehr gut. Und wenn der Zander den Köderfisch nimmt, macht er das meistens vom Kopf her und somit habt ihr halt eine prima Möglichkeit, auch einen frühen Anhieb zu setzen und somit auch keinen kleinen Zander zum Beispiel zu verangeln, indem er den Haken zu tief schluckt. Ja, deshalb empfehle ich euch, diese Methode im vorderen Bereich anzuködern. Das geht sehr gut und man hat relativ wenige Fehlbisse. Wenn der Köderfisch vorne vielleicht schon ausgerissen ist, wenn man ihn 2-3 Mal ausgeworfen hat und der Haken nicht mehr gut hält, könnt ihr ihn aber auch prima hinten in der Schwanzwurzel befestigen. Dafür macht ihr so ein paar Schuppen hier weg mit der Hakenspitze und geht dann einmal mit der Hakenspitze am besten durch die Mittelgräte, die hier verläuft, durch. Und dann hat der Fisch nochmal einen etwas besseren Halt. Also da kann man ihn dann auch in der Schwanzwurzel einhängen. Beim Biss müsst ihr euch da ein bisschen mehr Zeit lassen, weil wie gesagt, der Köderfisch meistens kopfvoran genommen wird. Da muss der Zander schon mal so 10, 15 Sekunden lang Schnur nehmen, bevor ihr anschlagt. Bei der Anköderung. Und die mit Abstand beste Methode, einen Köderfisch anzuködern, ist das Aufziehen mit der Ködernadel. Das möchte ich euch auch einmal zeigen. Dafür hängen wir das Vorfach aus. Na, hier geblieben, mein Freund. Und brauchen
aus dem Angelgeschäft so eine Ködernadel hier. Die sehen so aus. Also bitte keine Wattwurmnadeln nehmen, wo man Wattwürmer mit aufzieht an der Küste, sondern eine Ködernadel, die oben so einen Haken hat. Hier so einen kleinen Bügel zum Schließen, weil da hängen wir jetzt die Schlaufe unseres Vorfachs ein. So. Eine Wattwurmnadel ist wesentlich länger und die würde euch jetzt beim Aufziehen des Köderfisches nichts nutzen. Die ist etwa so 15 cm lang, vorne spitz. Und damit gehen wir jetzt einmal vorne am Mäulchen des Köderfisches rein. So. Und versuchen jetzt die Schwimmblase des Fisches nicht zu zerstechen und mit der Ködernadel so ein bisschen, seht ihr, unter der Haut an der Flanke längs zu fahren. Weil die Schwimmblase noch so ein bisschen den Auftrieb des Fisches unter Wasser fördert. Und das ist ganz gut, dann kann er besser wedeln in der Strömung, er ist schwereloser. Und bevor wir jetzt hinten durchstechen, gehen wir noch einmal durch die Schwanzwurzel durch. Dafür knicke ich die Schwanzwurzel so ein bisschen nach vorne und stecke die Nadel jetzt durch, quasi auf der anderen Seite. Somit kommt die Nadel durch das Rückgrat des Fisches und der ganze Köderfisch hält besser. So, und jetzt wird einmal die Schnur durch den ganzen Köderfisch gezogen. Bis zum Ende, Ködernadel ausgehängt und der Haken im Köderfisch platziert und zwar so, dass er schön zur Seite raussteht. So. Und das ist natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, die Anködungsmethode, wo ihr den schnellsten Anhieb setzen könnt. Das bedeutet, der Fisch beißt, ihr seht den Zanderbiss, ne, die Rutenspitze bewegt sich oder die Rollenbremse gibt Schnur frei. Und ihr könnt sofort den Anhieb setzen, weil der Zander den Köderfisch vom Maul her nimmt, beziehungsweise vom Kopf her nimmt und dann auch der Haken sehr, sehr schnell greift. Auch eine super Beköderungsmethode, um eben kleine Fische nicht zu verangeln, gut vom Haken lösen zu können und wieder zurückzusetzen, wenn sie untermaßig sind. Tjo, und jetzt würde ich sagen, hauen wir den Köder mal ins Wasser. So, jetzt habe ich noch einmal kurz so ein bisschen gezogen, um zu sehen, dass der Köder nicht zwischen den Steinen liegt. Ja, der kann schön über den Grund gleiten. Und wichtig, jetzt öffne ich die Rollenbremse, damit ein Zander auch schön abziehen kann, wenn er beißt. Ja, und man hört dann obendrein durch die Ratsche auch das Geräusch, wenn man einen Biss hat. Aber man darf sich natürlich auch nie zu weit von der Grundangel entfernen, damit man eben mitbekommt, wenn da was passiert und auch rechtzeitig anschlagen kann. Und vorm Anschlagen, könnt ihr euch vorstellen, immer die Nerven behalten, Bügel öffnen, Schnur zwischen die Finger nehmen und erstmal die Rollenbremse wieder schließen. Ja, ansonsten haut ihr nämlich in die geöffnete Rollenbremse rein und habt einen riesen Tüttel und ein Problem. So, jetzt habe ich die Rute mal so abgelegt, dass die Schnur hier neben dem Rutenständer laufen kann und hier nicht eingeklemmt ist. Und jetzt könnte hier ein Zander mit relativ geringem Widerstand den Köder nehmen. Und wir würden ihn dann fangen. Ne? Und jetzt harren wir mal der Dinge, die da kommen. So, und jetzt die Zandermethode Nummer 1. Ihr kennt sie alle, das Angeln mit dem Gummifisch. Und auch zum Gummifischangeln braucht ihr natürlich zunächst mal die richtige Ausrüstung. Ideal sind Spinnruten mit relativ hohen Wurfgewichten, damit die sehr straff sind in der Spitze. Ihr müsst nämlich beim Zanderangeln in der Lage sein, einen harten Anhieb zu setzen. Aber dazu gleich mehr. Und die etwa so 270, 280 lang sind. Ja, das ist also das optimale Wurfgewicht, 40 bis 80 Gramm, macht ihr nichts mit falsch. Dann braucht ihr eine etwas größere Stationärrolle, weil die einfach robuster ist als eine, die zu klein ist. Ich habe jetzt hier eine 4000er Größe, eine 3000er ginge auch. Und da habe ich eine gelbe, eine gut sichtbare, geflochtene Schnur drauf. Also im Gegensatz zum Angeln mit dem Köderfisch am Grund, nehmen wir hier eine geflochtene Schnur und die soll auch noch auffällig sein, also gelb, damit wir einfach in der Schnur die Absinkbisse des Zanders erkennen können. Ja, aber dazu auch gleich mehr am Wasser. Ja, und das ist jetzt eine Schnur, die so 6-7 Kilo Tragkraft hat, das sollte die mindestens haben. Ihr könnt für eure ersten Versuche vielleicht auch besser auf eine mit 10 oder 12 Kilo Tragkraft zurückgreifen, bis ihr das Gefühl
zum Drillen eines etwas schwereren Fisches gewonnen habt, ist das auch kein Nachteil. Na, aber ich habe jetzt hier eine etwas dünnere drauf, um einfach in der Strömung des Flusses weniger Widerstand zu bieten und auch ein bisschen weiter werfen zu können. Und an diese Schnur muss jetzt erstmal ein Vorfach dran. Und das ideale Vorfach zum Zanderangeln, ihr habt es schon gehört, gerade bei der Montage zum Grundangeln, ist Fluorocarbon. Da gibt es verschiedene Hersteller mit guter Qualität am Markt. Das sollte jetzt in der Tragkraft auch angemessen sein, etwa zu unserer geflochtenen Hauptschnur. Na, ich habe euch erzählt, wir haben hier 7 Kilo Tragkraft. Das Fluorocarbon hat 6,8. Also ein bisschen weniger, damit das Vorfach die Sollbruchstelle ist im Falle eines Hängers. Na, damit nicht die ganze Montage oben reißt oder die Schnur mittendrin, sondern idealerweise der Knoten, den wir unten am Köder machen. So, und dieses Fluorocarbon wählen wir jetzt ein bisschen länger als beim Angeln mit dem Köderfisch, nämlich so eine gute Armspanne. Ich bin recht groß, ich habe eine große Armspanne, das ist so 1,20 Meter, 1,30 Meter. Und schneiden das dann einmal ab. So, und jetzt kommt der Verbindungsknoten zwischen Fluorocarbon und geflochtener Schnur. Da habe ich einen Knoten entwickelt, der ganz, ganz hervorragend hält und tatsächlich 100% der Tragkraft eures Fluorocarbons erhält. Also, wir legen einmal ins obere Ende unseres Fluorocarbons einen halben Schlag. Den ziehen wir nicht zu, sondern lassen ihn so offen stehen. Und jetzt drehe ich den mal so, Eugen, dass du den einmal so von der Seite drauf kriegst. Und da erkennt man genau, dass diese Schlaufe hier so ein bisschen nach unten weg zeigt. Also hier geht sie seitlich weg. Und das ist die Seite, wo ich jetzt mit der geflochtenen Schnur durchgehe. Also immer von da, wo die Schlaufe nach unten hin zeigt. Gehe ich jetzt durch und ziehe mal so 15, 20 cm Schnur hier durch. Dann schließe ich den Knoten oben ganz fest. Am besten mit den Zähnen einmal festhalten, feste ziehen. Weil dieser Knoten am Ende das ganze Konstrukt festhält. So, und jetzt packe ich Daumen und Zeigefinger meiner linken Hand großzügig auf diesen Knoten drauf, damit hier eine kleine Schlaufe darunter frei bleibt. Die drei Finger der rechten Hand gehen mit den Fingergelenken in das Fluorocarbon. Und jetzt greife ich mit Daumen und Zeigefinger einfach das Geflecht und wickle es 30 Mal in möglichst engen Abständen um das Fluorocarbon. 30 Windungen deshalb, weil moderne Geflechtsschnüre sehr, sehr glatt sind an der Oberfläche und von daher auch relativ leicht rutschen. Deshalb schön viele Windungen legen, damit der Knoten sich nicht unbeabsichtigt öffnen kann. Und schön eng nebeneinander. Und das geht bei dieser Fingerhaltung wirklich am besten. Der Mittelfinger meiner linken Hand greift jedes Mal die Schnur wieder, wenn ich eine Windung gelegt habe. Achtung, jetzt, seht ihr? Und dann kann ich gut mit Daumen und Zeigefinger wieder zugreifen und mit dem Mittelfinger wieder stoppen. So, jetzt habe ich wieder so viel gelabert und habe mit Sicherheit schon 30 Windungen gelegt. Jetzt habe ich unten zwischen den Fingerkuppen ja diese Schlaufe freigehalten. Und da kann ich jetzt prima mit dem Schnurende durch. Egal von welcher Seite, ihr könntet auch von oben kommen, das hat den gleichen Effekt. Also einmal hier durch. Jetzt die Windung so ein bisschen zuziehen. Wie immer mit Spucke anfeuchten, bevor man den Knoten schließt. Und die Windung unter Spannung mit den Fingern nach unten schieben. Das ist wichtig, dass man hier wirklich jedes Spiel aus dem Knoten rausbekommt. Nur dann hält er eben diese 100%. So, richtig feste ziehen. Zack, zack. Jetzt werden die Enden nochmal nachgezogen. Auch wieder mit den Zehen. Oder mit einer kleinen Zange. Das geht natürlich auch, wenn euch eure Zähne heilig sind. So. Jetzt haben wir hier die beiden Enden. Die muss man abschneiden. Bitte auch nicht zu kurz, sondern lasst da mal so 5, 6, 7 mm Schnur stehen. Die Schnurenden, wie ihr als fleißige Zuschauer unseres Kanales wisst, immer in die Hosentasche. So, und jetzt mit dem Feuerzeug die Windungen bzw. die Abschnitte, die Schnurabschnitte einmal verschmelzen.
Es geht am besten mit so einer Chatflamme hier. Kann man schön vorsichtig an den Rand dran. Und jetzt lässt man die schön bis nach unten hin brennen. Dann entstehen so zwei Knubbel. Und die sind wiederum eine super Rutschbremse, ja, um zu verhindern, dass die Windungen aufrutschen können. Das Tolle an diesem Knoten ist, dass er so schlank ist, dass er auch durch einen kleinen Spitzenring hervorragend durchflutscht. Ja, also der ist wirklich sehr empfehlenswert. Riesentragkraft und halt ganz, ganz schlank und somit auch beim Fischen kein Hindernis. Jetzt knoten wir unten noch unseren Einhänger ran und schon ist der Drops gelutscht und die Montage fertig. So einen großen Karabiner, der eine schöne, ja, einen schönen weiten Bogen auch hat, damit der Köder schön drin spielen kann. Ihr braucht kein Wirbeltönchen darüber, weil Gummifische sich nicht um die eigene Achse drehen und somit keinen Schnurdrall verursachen. Aus dem Grund einfach nur so ein Einhänger, auch gerne Snap genannt oder Snap, am unteren Ende anknoten und den jetzt wieder mit dem einfachsten Knoten der Welt, dem Clinch-Knoten, einmal durch, 6-7 Mal nach oben rum. Unten durch die kleine Schlaufe über dem Karabiner durch. Ein bisschen zuziehen, mit Spucke anfeuchten und gefühlvoll die Windung nach unten festziehen. Ende nachziehen, fertig. Dieser Knoten erhält dann etwa 80-85% der Tragkraft eures Fluorocarbons und ist dann die sogenannte Sollbruchstelle. Wenn man jetzt einen Hänger bekommt, die Montage abreißen muss, wird halt immer unten der Köder abreißen und nicht oben der mühsam geknüpfte Verbindungsknoten zwischen Fluorocarbon und Geflecht. So, und jetzt kommen wir zum Wichtigsten beim Gummifischangeln, zu den Gummifischen. Da habe ich alles in einer kleinen, geschmeidigen, schlanken Box in meiner Weste drin, was ich brauche. Und hier sehen wir verschiedene Farben eines speziellen Typs. Das ist der Longshad von der Firma Moby. Moby Softbaits, das ist das Coole daran, die fertigen in Deutschland und vor allem fertigen die umweltfreundliche Köder. Ohne giftige Weichmacher und welche, die der Nachhaltigkeit auch sehr nützlich sind, weil sie echt extrem haltbar sind. Da könnt ihr also auch ein paar Hechte hintereinander mitfangen, ohne dass es damit Probleme gibt und ihr die Köder ständig austauschen müsst. Ja, es gibt auch Köder, die hängt ihr zweimal dran und müsst sie dreimal tauschen, weil ständig die Schwänze ab sind nach einem Biss oder nach einem Hänger. Und die sind halt sehr robust, kommen aus Deutschland. Und ihr findet diese Köder auch in unserer Green Tackle Fishing Box. Hier von Fishing King. Da haben wir nämlich auch auf Nachhaltigkeit gesetzt. Idealerweise verwendet ihr dann auch Köpfe, die nicht aus Blei gefertigt sind, sondern aus bleifreiem Material. Auch die findet ihr in unserer Green Tackle Fishing Box. Ja, und grundsätzlich ist halt zum Zanderangeln ein Gummifisch sehr gut, der schlank ist und nicht zu lang ist. Die haben jetzt so 11, 12 cm Länge und sind halt sehr schlank, lassen sich sehr gut auch gegen die Strömung an der Strömungskante führen und haben jetzt hier im hinteren Bereich so eine, ja, wie will ich das nennen, so eine kleine Schaufel, ne? So ein Schaufelschwänzchen. Und das ist wiederum im Wasser in relativ hoher Frequenz dann am Wedeln und sich am Drehen. Ja, und das spricht die Zander dann auch nochmal zusätzlich an. Der wichtigste Reiz beim Angeln mit Gummifisch ist aber der, dass man den Köder immer wieder am Boden aufsetzt. Ja, dass ihr also zieht, dass ihr mit der Kurbel, mit der Rollenkurbel den Köder andreht, er dadurch abhebt und ihn dann wieder schwerelos zum Grund sinken lasst. Dadurch setzt nämlich das Gewicht vorne, der Kopf, am Grund auf. Das gibt wiederum ein Signal, ein Geräusch im Wasser, eine Erschütterung und die zieht die Zander magisch an. Und das war wirklich so, dass damals, als diese Köder auf den Markt kamen, ich war da 15, 16 Jahre alt, das war Mitte der 80er Jahre, dass Zanderangeln durch diese Gummiköder, durch diese Form der Köderführung revolutioniert wurde. Also man fing vorher mit Kunstködern nur wenige Zander und seit diese Dinger am Markt sind, geht das richtig gut. Und das Gummifischangeln gilt neben dem Angeln mit Köderfisch, was ich euch jetzt schon beschrieben habe in diesem Video, als die beste Methode, um Zander an die Angel zu bekommen. Ich will euch vielleicht einmal zeigen, wie man so einen Gummifisch montiert. Das kann man mit diesen Mobis auch sehr gut machen, weil die halt, wie gesagt, sehr robust sind. Da kann man den Haken auch mehrfach durch den Gummifisch ziehen, ohne dass er kaputt geht. Und das geht am besten so, indem ihr hier den Gummiköder in die linke Hand nehmt, den Rücken nach innen. Der Rücken ist immer die Oberseite des Fisches, also wenn ihr das Schaufelschwänzchen seht, zeigt das Schwänzchen immer nach unten, der Rücken nach oben.
Und den nehmt ihr jetzt nach innen in eure linke Hand. In die rechte Hand nehmt ihr den Haken, der wiederum auch nach innen geführt wird. Und jetzt sucht ihr hier bei diesen Ködern das Loch. Das ist vorgefertigt, damit man hier gleich schon mal eine Führung für den Haken hat. Und schiebt den Gummiköder auf den Haken drauf. Zwischen Daumen und Zeigefinger Auflagefläche bilden und dann einfach den Gummiköder auf den Haken aufschieben, ein Stück nach vorne ziehen und schön gerade montieren. Wichtig ist, dass der Haken schön in der Mitte des Rückens hervortritt, weit genug hervorsteht, also nicht zu weit am Gummifisch ist, sondern hier sollte immer noch so ein kleiner Fingerplatz sein, damit der Haken auch gut greifen kann. Und zum Thema Haken und Nachhaltigkeit und Umweltschutz vielleicht auch noch der Hinweis, dass das ein Haken sein sollte, der rostet, wenn man ihn im Gewässer verliert. Man hat ja hier und da mal einen Hänger in den Steinen und diese Haken, die aus Stahl gefertigt sind und nicht aus Edelstahl, also nicht aus Vanadiumstahl, sondern aus rostendem Stahl, das sind welche, die nicht nur schärfer sind als die anderen, sondern die halt nach einer gewissen Zeit im Gewässer sich auch auflösen und rückstandslos verschwinden. Und das ist eine gute Sache, weil wir Angler sind ja nun auch der Nachhaltigkeit verpflichtet und wollen unsere Gewässer so schön erhalten, wie sie sind oder noch ein bisschen sogar verbessern. Ja, und all das findet ihr auch in unserer Green Tackle Fishing Box. Da haben wir auch auf umweltfreundliche Produkte gesetzt. Und da seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr den neuesten Standard habt, wenn es darum geht, umweltverträglich zu fischen. So, jetzt hänge ich den Kameraden mal an meinem Karabiner ein. Dann gehen wir mal vor zum Buhnenkopf an die Strömungskante und schauen mal, wie man mit diesem Gummifisch angelt. Einhängen, schließen und jetzt sieht man auch, warum ich so einen großen Karabiner verwende, weil darin der Köder einfach ein schönes Spiel hat und sich frei bewegen kann. So schaut das aus, Leute. So, Leute, ich fische jetzt hier gegen den Wind und setze die Würfe immer ein bisschen flacher an. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich mit einer riesen Bogenlampe in den Wind werfe, kommt der Köder zurück und ich kriege keine Wurfweite. Also lasse ich den Finger ein klein bisschen länger auf der Schnur, damit der Köder quasi etwas flacher vorausschießt. Und somit kann ich auch gegen den Wind relativ gut und relativ weit werfen. So, und jetzt kommt ja meine Faulenzer-Methode, ne, die ich leidenschaftlich gerne einsetze, um auf Zander zu gehen und die inzwischen ja auch, ja, sage ich mal, fast zum Standard geworden ist, ne, unter Zanderanglern. Ich habe die Rute jetzt unten auf 9 Uhr, drehe mit der Rollenkurbel eine schnelle Umdrehung oder auch mal zwei, um zu variieren, vielleicht auch mal eine halbe. Und dadurch hebt der Köder dann automatisch vom Boden ab und sinkt anschließend wieder zum Grund. So lange, bis sich die Schnur entspannt. Dann hat er den Boden erreicht. Tja, und wenn ihr jetzt raten müsstet, in welcher Phase des Fischens die Zanderbisse kommen, würdet ihr wahrscheinlich sagen, naja, wenn du drehst, ne? Und genau das ist falsch. Die Zander beißen nämlich jetzt, wenn ich Pause mache, wenn der Köder nach unten sinkt, auf dem Weg nach unten, dann saugen Zander unseren Gummifisch an. Und deshalb, und jetzt schließt sich für euch wahrscheinlich auch der Kreis, deshalb verwende ich eine gelbe Schnur. Weil diese gelbe Schnur zeigt mir den Biss des Zanders beim Absinken an. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, als würde ja, ein dicker Regentropfen in die Schnur fallen, ne, während der Köder nach unten sinkt. Und das sollte man sehen, weil oft genug sind auch die Bisse großer Zander so vorsichtig, dass man diesen Biss nicht in der Hand spürt, sondern eben nur sieht. Deshalb die gelbe Schnur. Die ist gewissermaßen unsere Pose. Tja, und das ist das Schöne beim Faulenzen. Die Rute immer in der Anschlagposition zu haben und halt jederzeit, wenn ein Biss kommt, mit einer Aufwärtsbewegung der Rute spontan reagieren zu können. Was beim Chicken natürlich etwas schwieriger ist, ne? Wenn ich mit der Rute rumfuchtle, könnt ihr euch vorstellen, ist es nicht so leicht, beim Absinken den Anhieb zu setzen. Ganz wichtig bei der Faulenzer-Methode ist auch, dass man die Rollenbremse nicht offen hat, sondern relativ weit zu. Weil Zander haben ein sehr, sehr hartes Maul, vor allem der Oberkiefer ist knöchern und dick. Und der Angelhaken, der muss in dieses Maul eindringen. Und das bekommt ihr nicht hin, wenn ihr die Bremse weich einstellt oder wenn ihr eine Angelrute verwendet, die eine zu weiche Spitze hat, die eine zu weiche Aktion hat.
Also da muss man es wirklich hinkriegen, in der Sekunde, wo der Biss erfolgt, richtig hart anzuschlagen. Und da darf das ganze System auch keine Schnur freigeben. Und dann klappt das auch mit der Bissverwertung. Aber ich gebe gerne zu, jetzt für euch als Einsteiger ist das eine Herausforderung. Also die Bisse zu erkennen, dann gleichzeitig auch diesen Aha-Effekt abzulegen, die Überraschung beim Biss und gleichzeitig anzuschlagen, das ist ein bisschen Übungssache. Aber wenn ihr das Glück habt, an einem unserer Top-Zandergewässer in Deutschland vielleicht unterwegs zu sein, an der Elbe, am Rhein, auch an mancher Talsperre, an manchem See gibt es sehr gute Zanderbestände, dann werdet ihr schon die Bisse bekommen, um das auch ein bisschen üben und trainieren zu können. Am Fluss sind die besten Stellen immer Buhnen, idealerweise die Strömungskanten stromab. Also die Strömung kommt jetzt von hier, zieht hier längs. Hier bildet sich hinter dem Buhnenkopf eine deutlich sichtbare Stromkante und die werfe ich jetzt längs und fische die ab und gehe mit dieser Technik, mit dieser Taktik jetzt ein paar Buhnen hintereinander ab und irgendwo wird dann schon ein Zander für uns zu Hause sein. Wenn euch das Zander-Thema so richtig interessiert und ihr richtig mit diesem Fisch anbändeln wollt, alles dazu wissen wollt, was im Moment ja so den neuesten Kenntnissen entspricht, da habe ich auch einen Zanderkurs für die Fishing King University gemacht mit dem Eugen zusammen und das hat riesengroßen Spaß gemacht und den findet ihr in unserer University. Wir blenden euch den Link jetzt mal im Infokasten ein und da könnt ihr ja mal schauen, ob das was für euch ist. Ihr findet da in mehreren Videos, ich glaube wir haben 30, 40 verschiedene Videos gedreht, wirklich alles Wissenswerte zu Ködern, zur Köderführung, zu den Gewässern, zur Faulenzer-Methode. Ja, und da werdet ihr mit Sicherheit das nötige Rüstzeug bekommen, um eure Zander dann auch in der Zukunft sicher zu fangen. Ja, dann kommt der Winter, ne? Eugen, die fliegen jetzt weg. Wunderschön. Absenkbiss, sehr schön. Ja. Ja, er ist fast ein bisschen aggressiv für einen Zander, aber lass uns mal schauen. Er hat schön beim Absinken gebissen. Auch auf maximale Wurfweite. Und was haben wir? Ein Kleinhecht. Als Beifang. Aber immerhin, ne? Es kommt langsam Bewegung hier rein. Sehr schön. Ein kleines Hechtelein. Gebissen hat er wie ein großer Eugen. Da kommt er, mein Freund. Hast gleich die Freiheit wieder. Ja, vielen Dank. Nicht ganz der Zielfisch, aber man sieht, dass halt beim Zanderangeln auch mal ein Hecht einsteigen kann. Es ist hier relativ selten. Deshalb habe ich jetzt auch auf ein Stahlvorfach verzichtet. Glück gehabt, ne, dass er auch knapp hängt. Wo ihr viele Hechte habt, müsst ihr unbedingt beim Zanderfischen auch ein Stahlvorfach montieren. Der Kescher riecht schon mal nach Fisch, Leute. Dann können wir mal schauen, hat sich der weite Weg hier an die Buhne gelohnt. Weil der Eugen und ich, wir sind hier wirklich ganz schön durch die Pampa gelaufen. Ne? Wie lang? Viertelstunde? Ja, ne? Gefühlt eine halbe. Aber ihr seht ja, manchmal ist der weite Weg genau der richtige. Weiter geht's. Ja. Also so eine kurze Attacke, ne? Würde er wieder auf den Hecht kippen. Das riecht nach Fisch. Das fühlt sich fast nach einem Barsch an, Leute. Ich glaube fast, dass wir heute ganz gezielt an Zander vorbeifischen, ne, Eugen? Das ist nichts Großes. Das ist ein Barsch, schaust dir an. Ja, Leute, ne? Zanderangeln für Einsteiger. Erst fangen wir einen Hecht, jetzt fangen wir einen Barsch.
Dreimal dürft ihr raten, was das nächste in der Reihe sein sollte. Hm? Eugen, was glaubst du? Ein Wels. Ja, genau, der fehlt auch noch. Ja, cool, ein schöner eigentlich auch, gell? Ja, ne? Hat schön genommen im Oberkiefer. Prima. Ja, Barsch steht heute nicht auf der Speiseliste. Insofern, tschüss, mein Lieber. Cool. Jawohl! Das war ein schöner Einstieg, Leute. Ob das wohl ein Zander ist? Geil, Omar. Also es war auch wieder ein Fisch, der einfach nur festgehalten hat beim Biss. Er ist sehr aktiv, er geht in die Strömung und ist weg. C'est la vie. Ich musste ein bisschen mit der Bremse nachgeben. Er hat sich mit dem Kopf in die Strömung gestellt. Anhieb saß. Trotzdem ist er uns leider ausgeschlitzt, Leute. Mann, Mann, Mann. Schade. Sehr schade. Den hätte ich gerne vor die Kamera geführt. Ich bin nicht ganz sicher. Für einen Hecht ist er mir zu sehr in die Strömung gegangen. Das machen die normalerweise nicht. Die bleiben in der Buhne drin. Er ging runter, hat die Kopfstöße gemacht. Ich vermute mal, dass wir einen ziemlich großen Zander dran hatten heute. Will ich aber gar nicht glauben, wenn ich ehrlich bin. Ja, schade. Jammerschade. Puh, hat sich gut angefühlt. Aber der Haken ist einfach ausgeschlitzt. Was willst du da machen? Ich musste ein bisschen mit der Rute nachgeben, musste die Bremse ein bisschen lösen, weil der Fisch ja in den Strom reinging. Der Druck war zu stark. Ja, und welches ist er, ne? Tja, ihr Lieben, eins habe ich euch bisher noch nicht erklärt in diesem Video. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was ihr als Einsteigerin, als Einsteiger braucht, um Zander zu angeln. Ihr braucht eine Menge Ausdauer. Na, heute war nämlich wieder so ein Tag, ja, wo sie einfach nicht beißen wollten. Na, wir haben schön drumherum geangelt, einen kleinen Hecht gefangen, haben einen kleinen Barsch geangelt. Das Geheimnis bleibt offen, was der große Fisch gewesen ist. Möglicherweise war es ein starker Zander, ich will mich da nicht so weit vorlehnen. Kann auch ein Waller gewesen sein, ein mittlerer, ein kleinerer, keine Ahnung. Wir haben den ja nicht gekriegt. Und das ist ja das Schöne beim Angeln, dass man auch mal ein bisschen spekulieren darf. Ja, auf jeden Fall war es ein wunderschöner Tag, er war intensiv. Ihr habt gesehen, dass man mit Gummifisch als Einsteiger durchaus Erfolg haben kann. Köderfisch war im Moment nicht erste Wahl, aber es gibt Phasen, gerade später im Jahr, wo der Köderfisch wirklich sehr gut fängt, ne, beim Grundangeln. Ja, probiert's aus. Ihr habt sicher Wasser vor der Tür, euer Hausgewässer hat sicher auch einen guten Bestand an Zandern. Und tja, wenn ihr da vielleicht noch ein bisschen mehr Expertise gewinnen wollt, schaut gerne mal in meinen Zanderkurs rein, in der Fishing King University. Da ist nämlich wirklich alles von A bis Z drin zu erfahren, wie man Zander fängt, wie sich Zander verhalten, was sie fressen und. Und ja, vielleicht ist das ja was für euch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, ihr Lieben. Habt eine gute Zeit am Wasser und bis bald. Euer Jörg.